Wieso nutzen wir im Jahr 2023 eigentlich noch für jedes Gerät, sei es PC, Konsole, Smartphone, extra Kopfhörer? Wieso gibt es denn nicht eine einzige Lösung, die wir dann überall nutzen können? Oder gibt es die schon? Fangen wir aber erstmal von ganz vorne an. LG hat mich nämlich angefragt, ob ich nicht die LG Tone Free testen möchte. Und ich dachte mir erstmal, weitere Kopfhörer, weitere In-Ear-Kopfhörer für Smartphone, braucht das die Welt? Und dann habe ich mir mal ganz genau angeschaut, was im Briefing drinne steht und habe gesagt, okay, schickt mir mal die Kopfhörer, denn die haben ein ganz, ganz besonderes Feature, was diese Kopfhörer zum Allrounder machen kann. Schauen wir uns das Ganze mal an. Verpackungstechnisch, ihr seht es selber, es sieht jetzt nicht irgendwie spektakulär aus. Man hat hier dieses Pappdesign und wenn wir jetzt hier reinschauen, dann sehen wir, wird hier auch gar nicht viel mitgeliefert. Wir haben hier einmal unsere Kopfhörer direkt mit dem Ladeetui, dann ein bisschen Pappe. Auch dieses weiße Ding ist aus Pappe und zu guter Letzt haben wir ein bisschen Folie. Ein bisschen Folie ist mit drin, das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen können. Aber wir haben hier noch Ohrpolster, ganz, ganz wichtig, um eben die Größe anzupassen, kommen wir nachher zu. Dann haben wir ein USB-Typ A zu USB-Typ C Kabel und meiner Meinung nach einer der wichtigsten Kabel in dieser Verpackung, wenn nicht das wichtigste Kabel, und zwar das USB-Typ Typ C zu Klinke. Kabel. Kommen wir später auch noch zu. Ansonsten übliches Klopapier, was wir nicht mehr brauchen. Und das war es tatsächlich auch schon. Das ist alles. Was jeder gute Kopfhörer können sollte, ist eine gute Akkulaufzeit. Wir haben 9 Stunden nur für die Kopfhörer und 20 Stunden nochmal das Ladeetui, was wirklich auch schön handlich und klein ist. Vor allem, okay, meine Riesenhand sieht das Ganze nochmal viel, viel kleiner aus. Aber die Dinger sind wirklich richtig, richtig klein. 29 Stunden, das ist top. Und wir haben auch Wireless Charging, was ich richtig cool finde. Denn einfach irgendwo drauflegen auf einen Wireless Charger und dann laden wir die Kopfhörer ganz entspannt auf. Die Soundqualität der LG Tone Free DT90Q finde ich wirklich auch sehr, sehr gut. LG hat sich hier Gedanken gemacht, die Lautsprecherleistung quasi nochmal anzupassen, zu verbessern, besser gesagt, und verbaut hier einen Graphen, einen Treiber, der eben 89% größer sein kann dementsprechend und auch tiefere Bässe liefert. Ich möchte euch jetzt auch gar nicht lange damit zutexten, dass man eben in der App noch zig Möglichkeiten hat, diese Kopfhörer perfekt für sich einzustellen, sei es aus den Presets oder den Equalizer einfach selber einzustellen. Viel wichtiger ist eine Funktion, die nennt sich Test My Best Fit, wo wir eben die Funktion haben oder die Möglichkeit haben, die perfekte Position in den Ohren zu finden. Das Ganze funktioniert dann auch wirklich ganz easy über die App. Ihr nehmt eure LG Tone Free, setzt die ein und dann wird eine Musik wiedergegeben, die eben schaut, ob die LG Tone Free wirklich perfekt sitzen oder ob ihr irgendwas ändern müsst. Und dann kommt auch dieses kleine Tütchen mit den Ohrstöpsel zum Einsatz, wo ihr dann quasi nochmal kleinere oder größere wählen könnt, das Ganze nochmal einstecken könnt, um zu schauen, ist es jetzt besser, ist die Meldung weg, sitzen die jetzt perfekt. Diese Option ist sehr, sehr wichtig, vor allem für Noise Cancelling, dass wir eben wirklich die Dinge abgedichtet haben, denn auch Active Noise Cancelling funktioniert im besten Fall perfekt, wenn die Kopfhörer, eure LG Tone Free, wirklich perfekt sitzen. Apropos nicht perfekt sitzen, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, denn LG hat es tatsächlich geschafft, dass selbst wenn die Kopfhörer nicht richtig sitzen, richtig sitzen. Ja, klingt komisch, ist aber so. Dolby Atmos ist hier selbstverständlich auch vorhanden, aber LG hat es geschafft, als erster Kopfhörerhersteller in den LG Tone Free Dolby Atmos mit Dolby Head Tracking zu kombinieren. Für alle, die nicht wissen, was Dolby Head Tracking ist, ich versuche es euch mal ganz simpel zu erklären. Es ist nämlich eine richtig coole Funktion. Im Normalfall, wenn man keine Kopfhörer anhat und auf dem TV oder auf dem Smartphone eben sich was anguckt, wie läuft das Ganze? Der Ton kommt eben genau aus dem Smartphone oder aus dem TV. Haben wir Kopfhörer an, spielt es keine Rolle, wo der Ton abgespielt wird, denn es läuft in unseren Ohren, egal wie, egal wo wir hinschauen, auch wenn wir uns vom Gerät abwenden, es ist immer gleich laut auf unseren Kopfhörern. Dolby Head Tracking sorgt nämlich dafür, dass eben der Ton auch immer von der Quelle kommt. Sagen wir euer TV, dann wird eure Position getrackt und je nachdem, wie ihr euer Kopf bewegt, hört ihr eben an dem Ohr das Ganze lauter oder leiser. Und wenn ihr geradeaus auf dem TV guckt, dann hört ihr es natürlich gleichmäßig. Dreht ihr euren Kopf irgendwie nach links, dann hört ihr es mehr auf dem rechten Ohr, weniger auf dem linken Ohr. So als hättet ihr einfach keine Kopfhörer an. Auch ein sehr interessanter Fakt ist, dass sobald man In-Ear-Kopfhörer nutzt, die Bakterienproduktion in euren Ohren um bis zu 700% steigen kann. Aber um die Hygiene der LG Tone Free braucht ihr euch auch fast gar keine Gedanken mehr machen. Natürlich solltet ihr ab und an den Ohrenschmalz da rauskratzen. Aber auch hierzu hat sich LG was einfallen lassen, denn im Ladeetui
habt ihr die Möglichkeit, mit einem UV-Licht, UV-Nano nennt das LG, eben 99,9% bestimmter Bakterien abtöten zu lassen. Ihr legt das rein, 10 Minuten in der Zeit, ladet natürlich auch die Kopfhörer auf und dort wird quasi das UV-Licht eingeschaltet und 99,9% bestimmter Bakterien sterben einfach ab. Auch die UV-Nanotechnik von LG hat sich verbessert, denn früher war es noch so, dass nur die Membran von Bakterien befreit wurde. Jetzt gehört der Ohrpolster auch dazu. Zur Bequemlichkeit der LG Tone Free kann ich nur sagen, die sind wirklich mega, mega bequem. Also man spürt sie so gut wie gar nicht. Und ich kann euch nur sagen, ich privat nutze auch Wireless In-Ear-Kopfhörer, hauptsächlich um Musik zu hören oder falls ich abends noch im Bett liege, das tue ich jeden Abend, dass ich mir eben noch Videos reinziehen kann und keinen störe dabei. Nur dafür nutze ich eigentlich In-Ear-Kopfhörer, aber wie gesagt, die konnte ich außerdurchschnittlich lange testen und kann euch sagen, die sind wirklich bequem, weil ich für die noch einen weiteren Einsatzzweck gefunden habe. Was ich ja schon am Anfang des Videos erwähnt habe, die könnten der perfekte Allrounder sein, wenn es dann nicht nur ein ganz kleines, klitzekleines Problemchen geben würde. Und dazu kommen wir jetzt. Das Coole nämlich bei den LG Tone Free ist, dass dieses USB-Typ C zu Klinkenkabel mitgeliefert wird. Und damit könnt ihr nämlich eines machen, ihr könnt das Ladeetui so gut wie mit jedem Gerät verbinden. Ich nutze zum Beispiel jetzt schon Ewigkeiten an meinem Audio-Interface, an dem Go XLR In-Ear-Kopfhörer, Kabel gebunden. Und das ist so ein Ding, was mich schon Ewigkeiten gestört hat, denn mit einem Audio-Interface müsst ihr kabelgebundene Kopfhörer nutzen. Und wenn ihr dann aufstehen wollt, mal irgendwo hin aufs Klo oder wie auch immer, alle, die einen Bluetooth-Kopfhörer verwenden, die wissen ganz genau Bescheid, ihr nehmt das Ding mit, ihr könnt von überall weiter quatschen. Das kann ich nicht. Ich muss die immer abnehmen und hinlegen. Das nervt nach einer Zeit. Und dementsprechend habt ihr die Möglichkeit, mit diesem Kabel eben das Ganze an euer Ladeetui anzuschließen und dann an der Seite den Switch umzuschalten. Und dann könnt ihr eben, je nach Gerät, wo ihr das ansteckt, sei es am PC, sei es an der PlayStation, an der Xbox, an der Nintendo Switch, dient das Ding als Sender und ihr hört eben alles auf euren Kopfhörern, was von diesem Gerät abgespielt wird. Anfangs bin ich davon ausgegangen, dass das Feature wirklich unbrauchbar wäre, weil der Delay einfach viel zu hoch ist. Aber in der App gibt es auch dazu die passende Einstellung. Ihr geht da unter Tone Free Lab einmal rein, habt dort einmal den Spielemodus, den ihr aktivieren könnt und ganz unten unter Plug and Wireless könnt ihr das Ganze auf niedrige Latenz setzen. Wenn ihr das Ganze eingestellt habt, dann ist die Latenz so gering, zumindest so gering, wie es mit Bluetooth aktuell möglich ist, dass ihr weder beim Zocken noch beim Filme schauen oder beim Musik hören irgendeinen Unterschied bemerkt. Somit sind die LG Tone Free wahrscheinlich für einige von euch der perfekte Allrounder. Allerdings hört man spätestens, wenn ihr ein Mikrofon nutzt mit Echtzeit-Monitoring, wo ihr in Echtzeit eure eigene Stimme hören könnt, da bemerkt man einen winzig kleinen Delay. Und damit, zumindest für mich, habe ich jetzt eine Bitte an LG, verbessert dieses Feature nochmal einen Ticken mehr, sodass man wirklich in Echtzeit das in die Ohren reinbekommt. Und ich sage euch eins, dann ist das Ding für alle der perfekte Allrounder. Fassen wir kurz zusammen, Freunde. Wir haben hier die LG Tone Free mit sehr gutem Active Noise Cancelling, mit einem Geräuschemodus, wo wir auch Geräusche hören können, mit einem Konversationsmodus, mit sehr vielen einstellbaren Möglichkeiten aus Presets, die wir wählen können oder den Equalizer, den wir einfach selber verstellen dürfen. Dann haben wir UV Nano, was wie gesagt 99,9% bestimmter Bakterien eben von den Ohrpolstern und vom Membran unserer LG Tone Free einfach so beseitigt. Dolby Atmos, Dolby Head Tracking und viele weitere Funktionen. Und dann eben noch die geniale Möglichkeit, dieses Ladeetui mit dem mitgelieferten USB-Typ C zu Klinkenkabel eben mit anderen Geräten verbinden zu können. Nicht nur mit diesem Kabel, wir können es übrigens auch mit dem USB-Typ C zu USB-Typ A-Kabel, was auch mitgeliefert wird, eben auch an den PC anschließen oder an Geräte, die das eben annimmt. Nichtsdestotrotz hat es LG geschafft, dass ich diese Kopfhörer jetzt zu meinem alltäglichen Begleiter mache und dass meine aktuellen Earbuds, die ich habe, wahrscheinlich nicht mehr verwendet werden, zumal ich sogar mit denen einfach auf meinem Kopfkissen liegen kann, ohne eine Seite rausnehmen zu müssen, weil es mich stört. Also die sind wirklich ultra bequem und fast wäre es eben zu meinem perfekten Allrounder geworden, sodass ich sie sogar an meinem PC-Setup benutzt hätte, wenn da nicht diese
dieser minimale Delay wäre, der mich eben in der Echtzeit-Monitoring leider ein bisschen stört. Im Großen und Ganzen kann ich euch die LG Tone Free aber wirklich nur wärmstens empfehlen. Auch abgesehen von der Werbung, die hier oben steht, ich wähle meine Kooperation immer sehr, sehr sorgfältig aus. Nur dann, wenn ich wirklich einen Mehrwert in dem Produkt sehe und lasse mir auch niemals irgendetwas vorschreiben. Ihr bekommt nämlich so viel mehr Features als bei anderen Herstellern und müsst bei den LG Tone Free nicht mal irgendetwas dafür draufzahlen. Für knapp 200 Euro gibt es die Kopfhörer zu kaufen. Schaut in die Videobeschreibung. Ansonsten war es das mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ratun. Peace.